Okay. Oh, lol. Okay, wir haben den ersten getötet auf unserem Ross. Und du stirbst auch. Okay. Okay. I gotta call my friend. Wait a minute. What I say I gotta do again? Minute to minute. I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute das Kit Ritter und der Ritter kann. Und der Ritter, der hat ein Pferd, auf dem er reiten kann und eine Leine, mit dem er quasi, sage ich mal, dann reiten kann. So, erstmal ganz schnell hier meinen ganzen Stuff hier holen. Ich bin knapp in die Runde reingekommen und hier zum Beispiel sieht man auch schon mein Pferd. Ist natürlich nicht sonderlich cool, wenn das Pferd Schaden bekommen kann. Ich weiß jetzt auch nicht, wo mein Pferd ist. Oh, hier. Okay, dauert wohl ein bisschen, bis man das Pferd findet. Und jetzt reite ich ganz schnell auf und davon. So, ich finde das sehr witzig. Für Verfolgungsjagden kann man dem Känguru dann da bestimmt ein bisschen entgegenkommen. Upsale, so, 4 Diamanten, perfekt. Von hier aus können wir einiges machen. Von hier aus können wir auch. Oh, ich hab's geschlagen. Vielleicht nicht so gut. Für die Leute, die auf meinem Kanal Ender Kids nicht kennen, erstmal willkommen. Ender Kids ist eine Ender Games Serie, sage ich mal, die jedes Kit, das neu rauskommt, oder geschweige jedes Kit, das von Anfang an schon da war, vorstellt. Ich habe jetzt die schon, ich glaube, fast über ein Jahr. Und es läuft ganz gut. Also mir macht die eigentlich immer noch sehr, sehr viel Spaß sogar. Und ist das Schnelligkeit? Nee, Vergiftung. Okay. Wo ist unser Pferd? Ich muss es jetzt rufen. Und jetzt auf und davon. So, hilft uns der Speedblock was? Ja, ich glaube, der hilft was. Es leckt ein bisschen, kommt mir vor. Also, aber das ist generell immer so, wenn man auf dem Pferd reitet, dass es dann ein bisschen leckt. Jetzt gucke ich mal, ob ich vom Pferd aus die Leute schlagen kann. Das wäre schon ein bisschen lustig. Jetzt gucken wir gleich mal. Hier, nehmen wir uns noch so einen Obsidian-Block. Das wäre auch ganz schnell Sinn. Ah, der nächste Spieler ist da vorne. Weil ich denke, dass er eher den Spieler schlägt. Okay. Oh, lol. Okay, wir haben den ersten getötet auf unserem Ross. Und du stirbst auch. Okay. Okay. Es macht sehr Spaß, auf dem Pferd zu reiten. Das ist das, was ich jetzt schon mal sagen kann. Wir haben die Hose weggeworfen, wo wir die bräuchten. So, und jetzt wieder auf unser Pferd und auf und davon. Okay, also bisher ist es schon mal ganz cool, aber man muss sich halt überlegen. Oh, ich wurde geportet. 14 Blöcke ist der nächste Spieler schon entfernt. Wo ist dieser? Wahrscheinlich im Wasser. Ne, da unten. Kann ich mir ganz schön mal was craften hier. So. 15 Blöcke, aber er ist ja eben da unten. Mache ich mir eben eine Diabrust. So. Perfekt. Und ein Eisen. Eine Eisenhose. Und ein Goldhelm. So. Und perfekt. Den Bogen hier unten könnten wir noch gebrauchen. Werfbarer Drang des Schadens. Okay, perfekt. Okay, wo ist unser Pferd? Das nehmen wir jetzt gleich und los geht's. Ab zum nächsten Spieler. Nee, aber ins Wasser können wir damit nicht. Aber ich kann versuchen, den da hinten mit dem Bogen zu killen. Oh, die hat... Oh, mein Pferd. Ich muss mein Pferd rufen. Pferd, wo bist du denn? Mein edles Ross. Hier. Perfekt, also man ist echt mobil mit dem Pferd. Ist man natürlich auch mit anderen Kids, aber bisher hat es mir schon, ich sag mal, so einen kleinen Speed-Vorteil auf jeden Fall verschafft. Gucken wir mal, was der Rest jetzt noch so bringt. So, die Sachen schmeiße ich jetzt einfach mal weg. Also das ist halt gut, dass man einfach so schnell abhauen kann. Das Pferd kommt relativ schnell, auch wenn ich sagen muss, dass es vielleicht noch ein bisschen schneller da sein kann. Aber das soll ja auch nicht zu OP werden, das Kit. Aber ich glaube, dass es blöder klingt, als es eigentlich ist. Leckt der? Okay, ich treffe den Spieler schlecht. Der hat wohl geleckt. Ich denke, das lag jetzt am Leck, dass der gestorben ist. Könnte ich mir zumindest besser vorstellen. Hier sind noch Schuhe, die ich gerne hätte. Wo sind die denn? Hier, perfekt. Hatte der auch einen Eisenhelm? Ich weiß es nicht. So, erstmal ganz schnell weg, aber der
Helm, den wir haben, ist ja sowieso quasi gleich gut. Oh, unser Pferd. Okay, es lebt noch. Ich dachte gerade irgendwie, das ist kaputt. Aber ist es nicht. Okay, es leben nicht mehr sehr viele Leute. Das heißt, wir könnten uns schon mal überlegen, was wir demnächst hier alles so machen. Ich habe jetzt. Oh, ich habe kein Level bekommen. Weil hat das. Oh doch, ich habe Level bekommen. Wurden mir nur nicht angezeigt. Nochmal ein Trank der Vergiftung. Okay. Dann könnten wir uns jetzt auch noch einen Eisenhelm machen. Aber ich möchte jetzt ungern eine Werkbank platzieren, weil ich das Gefühl habe, dass wir jetzt gleich wieder geportet werden. Obwohl, wir haben ja hier eine Werkbank. So, zack. Und dann mache ich mir schön einen Eisenhelm. Ja, perfekt, Leute, perfekt. Läuft ja schon mal ganz gut. Also ausrüsten am Pferd selbst kann man sich nicht, aber das konnte man ja in Minecraft sowieso nicht. Okay, 127 Blöcke. Wir könnten ja mal in die Nähe von ihm gehen, aber ich möchte ungern ins Wasser. Deswegen. Okay, Moment, hier ist ein Verzauberungstisch. Oh, wir wurden geportet. Wo ist mein Pferd? Wurden wir geportet? Ja, wir wurden geportet. Ich habe mein Pferd gerufen, aber es kommt nicht. Kann es sein, dass mein Pferd gestorben ist? Oder es gerade einfach nur sehr stark laggt? Ich habe ein bisschen die Hoffnung leider verloren. Wäre eine sehr schöne Runde jetzt gewesen. Aber irgendwie klappt das jetzt gerade nicht. Oh doch. Wir leben noch. Okay, Leute. Wir leben noch. Kaum zu glauben, aber es ist wahr. Wir leben noch. Unser Pferd lebt auch noch. Und es leben noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler. Aber wir haben überlebt. Ich weiß nicht, was das hier jetzt für ein komischer Bug war, aber irgendwie ging das nicht. So, okay, in diesem Biom ist vielleicht ein Pferd nicht sehr schlau. Ich denke, das ist auch sehr gut für das, für die Map Plains, dieses Pferd. Oh nein, ich möchte keinen Fallschaden bekommen. Okay. 13 Blöcke. Da hinten ist die Person. Hinter diesem Busch. Oder dieses Schaf hier. Nein. Okay, hier ist irgendwo jemand. Ich möchte jetzt ungern den Goldapfel essen. Ich habe doch hier irgendwo einen Kopf gesehen. Oh, hallo. So, du bist tot. Und mein Pferd. Ich komme mal hier hin und rufe jetzt mein Pferd. So, come on. Wie nennen wir es? Futura. Nee, Future. Little Future One. Oh mein Gott, wir werden geschlagen. Freunde, wir werden geschlagen. Jetzt müssen wir ganz schnell weg. Wir haben ihn aber schnell noch vergiftet. Ich esse jetzt den Goldapfel. Also er hat auf jeden Fall das Pferd geschlagen. Das finde ich jetzt schon mal gut. Er hat also nicht gleich den Spieler selbst geschlagen. So, den Spieler an sich nicht. Die zwei bekämpfen sich jetzt wahrscheinlich da vorne. Und ich kann jetzt noch ganz schnell versuchen, mein Diaschwert zu verzaubern, weil ich habe aus Versehen das Eisenschwert verzaubert, was ich eigentlich ja nicht vorhatte. Aber kann ja mal passieren. So, Diaschwert. Bann und Rückstoß. Ja, gut. Das ist nicht die beste Verzauberung. Vielleicht bekommen wir hier noch Schutz. Schusssicher und hier. Schutz. Und hier. Haltbarkeit. Yeah. Okay. Sind gut ausgerüstet. Und es leben nur noch drei Spieler. Die eine hat sich irgendwie total verschanzt, weil die hatte irgendwie total die schlechte Ausrüstung. Wir können uns noch einen Goldapfel machen. Das ist schön. Beim nächsten Port dann. Oh, kommt natürlich auch. Okay, komm her. Ich werde dich jetzt töten mit meinem Ross. Aua. Ich habe ihn tot, aber und mein Pferd lebt noch immer. Das ist natürlich perfekt. Der Gegner ist weit weg. Und er hat ein verzaubertes Schwert. Das möchte ich natürlich auch haben. Oh, nee, den Helm haben wir schon. Ich möchte dieses verzauberte Schwert haben. Oh, hier. Haltbarkeit. Okay, nee, dann nehme ich das hier. Und werde auf jeden Fall aber mal ein paar goldene Äpfel machen, die wir uns jetzt auch gleich reinsnacken. Und dann gehen wir da ganz schnell wieder weg. Aber ganz schnell weg hier. Jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen. Wir haben aber hier genug Blöcke, damit wir hier auch wieder hochkommen. Und dann holen wir gleich wieder unser Pferd und reiten einfach mal wieder damit weg. So. Unser Pferd, Little Future One.
Oder Little Future Second? Ich weiß es nicht. Oh, hier. Komm her, mein Pferd. Lass uns in die Wildnis reiten und lass uns diesen Spieler töten. Oh, nein, nicht schon wieder in die Klippe. Okay, Leute, wir sind schnell unterwegs. Ich würde echt gern wissen, was der andere hier für ein Kit hat. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, er rennt von uns davon. Aber mit unserem Pferd sind wir natürlich schnell am Ziel. Das ist natürlich echt cool. Ich hätte gedacht, das Kit ist irgendwie total viel schwächer. Muss ich echt sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht irgendwie, mit dem Pferd hier so zu reiten. Vor allem, weil man bestimmt jeder Spieler hat hier... Okay, hier hilft es mir überhaupt nichts. Ich laber gerade wieder so viel Scheiße, wie es nur geht. Okay, ich reite mal auf eine etwas offenere Fläche, falls wir eben dann geportet werden. Ich warte hier mal eben, bis er ankommt. Wenn er dies denn möchte. Er ist nämlich in Absicht mit im Dschungel, weil er weiß, dass wir ein Pferd haben. Und ich glaube, dass es ja in Minecraft so gewollt ist, dass wenn man auf einem Pferd reitet... Wo, er ist hier oben. Okay. Ich weiß, dass du hier oben bist, mein Lieber. Wenn wir geportet werden, dann wirst du schon sehen. Okay. Jetzt ist der entscheidende Punkt gekommen. Er schlägt das Pferd. Das ist sehr gut. Okay, ich esse schnell einen Goldapfel. Nehme wieder mein Pferd und nehme die Verfolgungsjagd auf. Okay. Okay, Leute, das wird spannend. Okay, er tötet mein Pferd. Ich weiß nicht, ob das unsterblich ist. Nein, ist es nicht. Schade. Okay, Leute, das ist jetzt gerade... Ein sehr, sehr spannender Kampf, muss ich echt sagen. Ich bin total außer Puste, aber unser Pferd ist tot. Das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Aber ich kann nichts machen. Oh, GG. Das war mal ein mega spannender Kampf. Mein Herz klopft wie eine Nummer 1, weil unser Pferd hat uns so dermaßen gerettet. Vor allem, weil er immer und immer wieder einfach auf das Pferd geschlagen hat. Und ich, Idiot, bin dann einmal abgestiegen, warum auch immer. Konnte mir dann aber den Goldapfel reinsnacken. Hätte ich auch tun können, als ich am Pferd war, aber da habe ich wohl nicht dran gedacht. So, dann gehen wir wieder zum Spawn. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute... Mein Fazit zu dem Kit ist, das Kit ist wirklich, was Mobilität betrifft, würde ich sagen, wirklich ein sehr, sehr starkes Kit. Man kann damit wirklich übel schnell von A nach B kommen und ich finde, dass es auch sehr Spaß macht. Der Spaßfaktor an dem Kit ist mir auch immer ganz, ganz wichtig und es hat auch eine sehr gute Verteidigung. Was vielleicht natürlich so sein muss, da es sonst vielleicht zu stark wäre, dass das Pferd ein bisschen braucht, bis es kommt. Aber ich finde es okay, dass es sterben kann, weil es ja doch sehr, sehr viel aushält. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch diese mega spannende Runde Ender Kids gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Morgen geht's mit dem Kit Ungeheuer weiter und das war's dann nämlich auch schon mit den zwei neuen Kits. Morgen kommt dann das Kit Ungeheuer und natürlich Leben. Wenn ihr die heutige Leben-Folge noch nicht gesehen habt, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Dort seht ihr die heutige Folge Leben und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann morgen. Macht's gut, haut rein und ciao.